Einsteigen. Schon ist er drin. Er betritt den Raum nicht durch die Türe. Er klopft auch nicht ans Plastikfenster, um etwa dort hereingelassen zu werden. Nein, er kommt einfach von oben herab, von Richtung der Decke her. Wo er gelandet ist, das ist eine Art Sitzungsraum. Daraufhin deutet der schlichte, in der Mitte aufgestellte Tisch, um den herum sich Designerstühle gruppieren, auf denen Personen platziert sind, die ihre Laptops vor sich aufgeschlagen haben. Es scheint eine angeregte Diskussion im Gang zu sein. Der Boden des Raumes und der angrenzenden Räume ist grau und so sauber, dass die Personen, die Stühle, der Tisch und alles andere gespiegelt werden. Er, der von oben kam, ist angekommen in einem Raum, in dem er sich rasch zurechtfindet, schnell in die eine Ecke huscht, schnell in die gegenüberliegende, ohne das Geschehen zu stören. Rasch flitzt er auch durch die anderen Zimmer. Der weiße Vorhang, der den Durchgang zu einem der Hinterzimmer halb verhüllt, raschelt nicht, als er einige Sekunden daran hängen bleibt. Sogleich, ohne die Türe zu passieren, gleitet er in den kleinen Hinterraum, in dem die Miniaturholzleistchen auf einem hohen, aber trotzdem winzigen Regal gelagert werden. Im nächsten Moment schon ist er wieder anderswo. Du bleibst mit deinem Körper vor dem Diorama stehen. Mit einer ungefähren Distanz von einem knappen halben Meter. Er hingegen hat jeweils keine Hemmungen, sich ungefragt ins Getümmel zu werfen. Sobald irgendwo etwas seine Aufmerksamkeit erregt, sobald ihn irgendetwas anzieht, interessiert, anspricht, geht er einfach dorthin, begibt sich ins Geschehen. Sein Vorteil, dass er so unauffällig ist. Eigenartig lange verweilt er auf dem leeren Stuhl. Dann löst er sich und erkundet die zahlreichen, neben und übereinander an der Wand aufgehängten Blätter, die mit Bildern und Leuchtstift markiertem Text überzogen sind und zwischen denen sich eine Weltkarte präsentiert. Er schmiegt sich um die auf dem Sockel gestrandete Statue oder Plastik eines Paarhofers mit Geweih ganz in Weiß. Dann gleitet er über das weiße IKEA-Regal und landet bei einem der schwarzen niedrigen Tische, auf dem ein winziger weißer Beamer steht. Da legt er sich kurz drauf. Er trifft auf die Figur, die eine senkrechte Raumkante mit dem Klappmeter vermisst. So nah geht er an die Person heran, dass man sich schämen müsste, wäre sie nicht aus Pappe. Der vorwitzige Hund in der Ecke ist der einzige, der ihn bemerkt zu haben scheint. Der Hund schaut her. Er, der von oben kam, durchmisst den Raum, als folge er einer eingeübten Choreografie, deren Muster und Abläufe nur er kennt. Momentelang klebt er an bestimmten Details. Sein Glück, dass er sich räumlich derart beschränkt halten kann. Eine eigentliche Größe, ein Ausmaß, einen Umfang hat er ja nicht. Er käme in jede Ritze herein, durch die nur ein wenig Licht fällt. Du, im Gegensatz zu ihm, fändest mit deinem Körper nicht Platz dort drin, in dieser Miniaturumgebung. Bestenfalls fühltest du dich lediglich eingeengt in diesen winzigen Räumen. Schlimmstenfalls brechen die Wände des sorgfältig zusammengefügten, auf dem Sockel platzierten Dioramas auseinander. Deine Bewegungen sind zu groß, das Ausmaß deines gesamten Körpers zu überdimensional, als dass du die Räumlichkeit dieses Werkes unmittelbar körperlich erfahren,
erkunden, durchmessen könntest. Du stehst bestimmt schon 5 Minuten da. Nun ist er bestimmt schon 5 Minuten da drin. Du beschließt, dass es nun reicht. Du willst weiter. Du befiehlst ihn zurück, hebst ihn hoch, lässt ihn kurz in die Ferne schweifen und dort verweilen, bevor er dich zum nächsten Werk der Ausstellung ziehen wird. Vielleicht zum Diorama mit dem längs aufgeschnittenen Flugzeug, in dem von der Seite her die aufgereihten Pappkartonpassagiere zu sehen sind. Oder zum Miniaturtanzstudio, in dem gerade eine Probe stattfindet. Oder zum Diorama, das eine dramatisch ausgeleuchtete Bühnensituation zeigt, auf die ein Pappkartonpublikum aufmerksam draufschaut. Du lässt deinen Blick kurz in die Ferne schweifen und dort verweilen, bevor er dich weiterzieht und du deinen Körper verlagern musst.